herzlich willkommen zur 65. Episode des Kraftkörper Podcasts, der Podcast für alle kraftvollen Menschen. Und ich begrüße zu diesem Roundtable wieder Julia und Stefan. Hallo Stefan, hi Julia. Hallo. Hallo. Und wir haben uns ein Thema ausgewählt, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute interessiert, zumindest kriegen wir die Frage immer wieder, nämlich, ja, wie schaffen wir es, motiviert zu bleiben, beziehungsweise der Titel ist, wie wir motiviert bleiben. Das ist jetzt sehr, sehr breit gefächert und man kann ja in vielen Aspekten von Fitness motiviert sein oder motiviert bleiben. Das ist einerseits Training, andererseits natürlich auch bei seinen Ernährungszielen und wir wollen das auch wirklich aus beiden Richtungen aufrollen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Ernährungsaspekt. Wie bleibt ihr motiviert, regelmäßig, tagtäglich vielleicht sogar das Richtige zu essen und das Falsche nicht zu essen? Gibt es das Falsche überhaupt? Und gibt es das Richtige überhaupt? Ja, also, wer mag da beginnen? Vielleicht darf ich gleich bei diesem Richtig und Falsch nur kurz einhaken. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das einer der Faktoren ist, der Leute unmotiviert hinterlässt. Ja? Also zu glauben zum Beispiel, es gibt eine richtige Ernährung, ja? Richtig im Sinne von, ich muss diese Dinge essen und ich darf andere Dinge nicht essen. Das ist zum Beispiel etwas, was mich demotivieren würde, eigentlich gut zu essen, gesund zu essen. Mhm. Und was ich auch im Coaching-Alltag erlebe, wenn Leute vielleicht aus vorherigen Diät-Challenges oder auch aus vorherigen Fitness-Coachings zu uns kommen, dass es natürlich total schwer ist, sich für gesunde Ernährung zu motivieren, wenn ich das Gefühl habe, gesunde Ernährung bedeutet, ich nehme mir ganz viele Dinge weg. Und das ist etwas, was ich für mich persönlich komplett gestrichen habe, also dieses Mindset eliminiert habe. Und das trägt wesentlich zur Motivation bei. Weil wenn ich die Ernährung so angehe, dass ich mir denke, okay, es geht darum, genug vom guten Zeug zu essen, ja, im Sinne von nährstoffreich zu essen, ausgewogene Mahlzeiten zu essen, möglichst unverarbeitet zu essen, ist das ein anderer Zugang, als ich überlege mir, Lebensmittel XY ist schlecht für mich, toxisch, oh mein Gott, wie kannst du das nur essen? Ja, letztens hat mir eine Klientin erzählt, sie war mit Freundinnen unterwegs und die haben alle Angst vor Brot gehabt. Es ist ja absurd, aber es ist die Realität. Und ja, ist schon angsteinflößend. Es ist angsteinflößend, oder? Ja, so ein Ciabatta, ja, das erscheint mir immer in den Albträumen. Ja. Stefan, da kannst du wieder ein AI-Bild machen, das Ciabatta-Monster. Das Ciabatta-Monster. Aber wir lachen, aber es ist es passiert genau so. Ja. Ja. Also wenn dann kommen, wenn man das Gefühl hat, ja, XY-Lebensmittel sind der Teufel, ja, das ist total demotivierend und das bringt den Fokus eigentlich weg von den Dingen, um die es in Wirklichkeit geht. Ja, vor allem mit diesen bösen Lebensmitteln halt dann auch wirklich viel Bedeutung zugemessen. Das heißt, wenn ich dann hingegriffen habe und auch wenn ich gar nicht viel davon gegessen habe, aber allein schon der Umstand, dass ich das böse Lebensmittel wieder mir zugeführt habe, hat mir eigentlich schon versagen lassen. Ne? Jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, auf Brot zu verzichten oder schon wieder nicht geschafft, auf die Chips am Abend zu verzichten. Genau. Und das ist natürlich enorm demotivierend, weil das heißt, ich habe einen Misserfolg eingefahren in dem Moment, wo ich ein Chip gegessen habe. Ich glaube, du sagst einen ganz wichtigen Punkt. Man fängt nämlich an, Misserfolge zu zählen. Das ist das Demotivierende. Mhm. Ja? Also ich suche nur Dinge, die ich nicht darf, die ich nicht machen sollte. Und da werden die Listen immer länger. Ja? Je mehr man nachliest, desto länger werden die Listen. Aber von Dingen, die man nicht essen sollte. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum dann viele Leute das Gefühl haben, sie sind jetzt plötzlich eben nicht mehr motiviert. Und ja, wie gesagt, etwas, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich meine Ernährung, aber da kommt es halt jetzt wieder auf die Hintergrundmotivation an, was möchte ich überhaupt bezwecken mit meiner Ernährung. Ja? Auch das motiviert mich oder demotiviert mich natürlich. Ja? Gut, das ist jetzt einmal der Aspekt gesunde Ernährung, sage ich jetzt mal, eine ausgewogene Ernährung. Ne? Oh. wenn ich
dann aber noch ein Ziel damit verfolge, nämlich wirklich Gewichtsabnahme, Fettabbau, dann wird die Sache ja etwas komplexer. Da muss ich ja auf gewisse Sachen verzichten, vielleicht sogar, damit ich, oder zumindest gewisse Sachen einschränken, damit ich mein Ziel auch wirklich erreichen kann. Und ja, wie gehe ich es da an? Wie schaffe ich es da, motiviert zu sein? Vielleicht auch, wenn ich nicht gleich die Erfolge sehe, die ich mir erwarte. Stefan, was fällt dir dazu ein? Ja, ich meine, es gibt verschiedene Ziele, die man sich bei der Ernährung setzen kann. Ich meine, wir haben so oft bei unseren Kunden das Thema Obst, Gemüse, dass man sich da eine Challenge setzt, langsam beginnt mit irgendeiner Zahl, irgendeiner Menge, die man versucht halt jeden Tag reinzubekommen. Ich weiß nicht, am Anfang 300 Gramm oder sowas. Und dann arbeitet man sich halt langsam hinauf. Oder dasselbe für Protein, wo man sagt, okay, ich beginne mal irgendwo mit einer Zahl, die ich anpeilen kann und die mir halbwegs realistisch erscheint. Und wenn das gut funktioniert, dann schraube ich das wieder ein bisschen weiter hinauf. Also das sind für die Ernährung zum Abnehmen meistens die interessantesten Sachen. Also Obst, Gemüse, weil das gut sättigt, Protein auch, weil es gut sättigt und weil es für den Muskelhalt super ist. Und Das ist vielleicht in unserer Welt so, wo wir, ich sage mal, in der Evidence-Based-Schiene beziehungsweise in der aufgeklärten Ernährungswelt vielleicht schon. Aber wenn man ein bisschen rausschaut und ein bisschen das Internet durchsucht, dann heißt Abnehmen und Motivation eigentlich immer irgendeine Art von harter Diät-Challenge, irgendeine Art von Sachen weglassen, irgendeine Art von Fasten vielleicht sogar. Ja. Und interessanterweise, paradoxerweise, fällt es ja leichter, sich für solche Sachen zu motivieren, für solche Extreme sich zu motivieren, für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, als für das, was du gerade genannt hast, weil wir wissen alle, dass wir mehr Gemüse essen sollten, wir wissen alle, Protein ist gut für uns, aber irgendwie macht es trotzdem nur ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung. Und umgekehrt wiederum, würde ich fast behaupten, solche extremen Diät-Challenges hat fast schon jeder zumindest einmal durchgezogen oder ist damit in Berührung gekommen oder kennt zumindest jemanden, der das auf regelmäßiger Basis tut, die eigene Mutter oder die beste Freundin oder was auch immer. Ja, ich meine, das ist, du hast ja schon gesagt, man weiß, dass das was Extremes ist, dass man es relativ kurz macht und da zwingt man sich halt durch und das geht ja relativ, weil ich meine, sich kurz etwas abzuverlangen, das schaffen die meisten Leute ganz gut. Das Problem ist nur, wenn das nicht 30 Tage sind, sondern eigentlich 300 Tage, weil das braucht es ja in Wirklichkeit normalerweise für irgendeine tiefgreifende Veränderung, dann wird es halt schwierig, ne? Ja. Ja, ich meine, ich glaube, der Punkt, warum, man muss da immer unterscheiden, zwischen kurzfristiger Motivation und langfristiger Motivation und was eben dahinter steckt, weil was motiviert mich hinter einer Challenge oder hinter krasseren Methoden? Meistens ja nicht, weil ich unbedingt die Methode machen möchte, also mir motiviert wahrscheinlich nicht die Methode, sondern das Versprechen eines schnellen Outcomes, also eines schnellen Ergebnisses. Und das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, wenn die Motivation hinter der Veränderung schal ist, und da würde jetzt, unter schal würde jetzt ein reines körperliches Ziel, würde ich jetzt unter schal zusammenfassen, weil in Wirklichkeit erwartet man sich ja was anderes. Also man sagt vielleicht, man möchte den Körper XY, aber was man eigentlich möchte, und das hinterfragt man ja oft nicht, was man will. Man will sich wohler im eigenen Körper fühlen, man will agiler sein, man will energetischer sein und oftmals, man will vielleicht auch mehr Anerkennung von außen haben. Und das kann sein, dass man das dann bekommt, das kann aber auch nicht der Fall sein und dann geht die Motivation natürlich flöten, wenn das die einzige Variable war, die mich dran gehalten hatte oder die mich jetzt diszipliniert gehalten hat. Das ist der Auspackeffekt,
sage ich da dazu. Ja, und zwar, manchmal ist es so, dass ich mir Sachen einbilde, die ich unbedingt brauche, unbedingt haben möchte, die ich vielleicht schon irgendwo im Hinterstübel weiß ich, okay, das ist eigentlich zu teuer, eigentlich die Sache nicht wert, aber du willst es trotzdem unbedingt haben. Ja. Und dann gehst du raus, kaufst das Ding oder bestellst dir es, bekommst es. Ja. Und dann packst du es aus, dann hast du das Ziel erreicht sozusagen, packst du es aus. Und in dem Moment, wo du es auspackst, stellt sich irgendwie so eine gewisse Enttäuschung ein. Ja? Also man ist enttäuscht eigentlich über das Erreichen des Ziels, weil es sich nicht so anfühlt, wie man sich ausgemalt hat, dass es sich anfühlt. Und puh, ja, also das kann gerade bei Abnehmzielen, beim Shredden, also wenn man noch weiter geht, ja, ich will unbedingt den Sixpack, Sixpack erreichen. Den Sixpack. Den Sixpack erreichen. der Sechspack. Wenn man den erreichen möchte, dann kann das durchaus beim Erreichen dieses Sechspacks zu Enttäuschung führen, weil einerseits kriegt man vielleicht körperliche Signale, die eh gar nicht so leibend sind, ja? Also sprich, man fühlt sich nicht ganz so agil, wie man sich es ausgemalt hätte an diesem vermeintlich höchsten Punkt der eigenen Fitness. Und auf der anderen Seite, ja, man hat dann halt diese Shreddedness, aber keinem Menschen interessiert es halt. Ja? Und so ist es. So ja, ist es auch. Ist es ja. Selbst wenn man ein paar Komplimente bekommt, das geht halt jetzt auch wieder schnell vorbei, dann ist es Status Quo. Und wenn das die Motivation dahinter war, dass man sich das antut, unter Anführungszeichen, wenn es sich so anfühlt, kann ich nur bestätigen, ja, aus der Prep, ja. Also aus der Wettkampfvorbereitung. Ich habe mir wirklich, ich schaue mir hin und wieder die Fotos an, ich habe ja 2 Fotoshootings gemacht, denke mir oft, ja, wow, schaut gut aus, ja, aber um nichts in der Welt, also ich trauere dem nicht nach, ja, so kurzzeitig denkt man sich, naja, das hat schon gut ausgeschaut, aber ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe und ich habe mich in Wirklichkeit aus dem Sozialleben zurückgezogen dafür, ja, um dort bleiben zu können, um das aufrechtzuerhalten. Naja, da interessiert es die Leute noch weniger, wenn man einfach zum auf österreichischer Ungustel wird, der nur mehr sich mit Training, Ernährung und dem Körper beschäftigt. Ja, bekommt man jetzt auch, ich meine, gut, jetzt kann man hergehen und kann sagen, ich gehe ins Internet und hole mir die ganze Zeit Komplimente vom Internet, aber ja, auch das wird nicht, wird ein leeres Gefühl hinterlassen. Ja. Ja, und das gilt sowohl für den Sechspack, wie auch für diese 5 Kilo, 10 Kilo, die man vielleicht noch abnehmen möchte. Ja. Wo man glaubt, okay, wenn ich es endlich schaffen würde, nur diese 5 bis 10 Kilo abzunehmen, dann wäre ich ein komplett neuer Mensch. Spoiler Alert, wirst du nicht. Also das passiert einfach nicht. Ja. Wobei, ich muss da ein bisschen einhaken, ich glaube schon, das kommt jetzt auf die Ausgangslage drauf an. Also was ich im Coaching oft erlebe, also ich weiß, wie du das jetzt meinst, ja, man wird nicht zu einem besseren Menschen oder was auch immer, ja, also am Ende, nicht durch das Ziel, also nicht durch die 5 bis 10 Kilo. Wenn ich aber es schaffe, 5 bis 10 Kilo nachhaltig, mit nachhaltigen Herangehensweisen, die respektvoll mir selber gegenüber sind, ja, wo ich nicht versuche, weiß ich nicht, du musst jetzt das Fett noch runter, ja, sonst ich schaue mir in den Spiegel und kneife mir da und überall rein, weil furchtbar, das muss jetzt noch weg, sondern ich überlege mir, okay, das ist ein Prozess, wo ich ganz viele gute Dinge für mich tue und ich nehme es auch wahr als gute Dinge. Regelmäßiges Training tut mir gut, auch aus anderen Gründen. Gute Ernährung tut mir gut, auch aus anderen Gründen. Und da bin ich schon davon überzeugt, dass man zu einem anderen Menschen wird, wenn man nicht nur auf diese sofortige Bedürfnisbefriedigung von ich muss jetzt anders aussehen, sondern ich tue Dinge, die fallen mir vielleicht nicht super einfach, ja, die setze ich aber wirklich jeden Tag oder halt die meiste Zeit um, ich bleibe dran, auch wenn es sich manchmal hart anfühlt, ich glaube, das ist das, was man zu einem bisschen anderen Menschen machen kann, weil man einfach an Selbstrespekt und an Selbstermächtigung aus dem Prozess rauszieht. Ja, und diese 5 bis 10 Kilo sind auch das, was man ja oft in der Forschung sieht, was den ersten signifikanten Unterschied in den ganzen Gesundheitsmarkern ausmacht. Das ist meistens so, in den Studien ist eigentlich eine Diät erfolgreich für diesen 5 bis 10 Kilo, das meistens so eben 5-10% Gewichtsabnahme sind für die Leute. Da siehst du das erste Mal schon wirklich große Verbesserungen in eben so Klassiker halt.
Blutfette, dann der nüchtern Blutzucker, all diese Sachen halt, diese messbaren Dinge. Also das macht für diese Leute dann schon einen großen Unterschied, ja? Obwohl es eigentlich nicht eben gigantische Gewichtsabnahme ist, aber wahrscheinlich einfach, dass man das vorherige Muster aufbricht, aus dieser Überernährung herauskommt, die einen zum Übergewicht gebracht hat und sich eben anfängt mit gesunder Ernährung und Lebensstil auseinanderzusetzen, das ist schon genug, um da deutlich was zu verbessern. Also ja, 5 bis 10 Kilo sind eigentlich schon ein ganz gutes Ziel, wenn man sich das so nehmen will. Aber man muss sich, ja, wie die Julia gesagt hat, je nachdem, wo man halt anfängt. Wenn ich eben übergewichtig bin und noch nicht wirklich was gemacht habe und eben die 5 Kilo abnehmen will, dann ist das sicher eine gute Idee. Wenn ich schon, ich sag mal, normalgewichtig bin, aber trotzdem irgendwie nicht mit meinem Körper zufrieden bin und dann noch versuche, diese letzten 5 Kilo wegzubekommen, ne, das kann dann problematisch sein. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich die bessere Herangehensweise, vielleicht eher noch daran zu arbeiten, sofern die Person noch nicht sehr viel, also sehr stark trainiert ist, nur noch 5 Kilo Muskelmasse aufzubauen. Ja. Das macht mehr Freude, als zu versuchen, sich dann noch zu reduzieren. Ja. Das heißt, wir sind schon wieder bei diesem ominösen, es kommt drauf an, wo du startest, welches Ziel für dich auch wirklich geeignet ist. Aber bleiben wir kurz noch bei diesen 5 bis 10 Kilo. Das heißt, ist es aus eurer Sicht sinnvoll, sich so ein absolutes Ziel zu stecken? Ich möchte 5 bis 10 Kilo Körperfett verlieren. Ja, eben. Kommt drauf an. Ne? Wenn ich jemanden habe, der, ich weiß nicht, 40 Kilo übergewichtig ist, dann kann ich dem sagen, ja, wahrscheinlich für dich ist das eine gute Idee, das wirst du auch schaffen, ohne da jetzt so dein Leben umkrempeln zu müssen, dass du sagst, nein, ich will das eigentlich gar nicht so weit gehen, das wird mit relativ simplen Maßnahmen möglich sein, ist sicher ein okay Ziel. Wie gesagt, wenn ich da aus einer anderen Richtung, mit einer anderen Ausgangslage komme, muss man sich fragen, ist so ein hartes Gewichtsabnehmziel überhaupt sinnvoll oder schaue ich mir da lieber meine Check-in-Fotos an oder schaue, wie meine Kleidung sitzt oder diese Dinge. Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Auch im Coaching-Bereich ist es ein schwieriges Thema, ja, weil Leute mögen natürlich Zahlen. Zahlen motivieren bis zu einem gewissen Grad und ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was man negieren kann, dass ein gewisses hartes oder messbares Ziel einfach attraktiv ist. Ja. Und wir nehmen das ja auch auf in unserem Coaching-Angebot. Ja. Wir sagen ja auch, mit uns schaffst du es, ja, 5 bis 10 Kilo Körperfett. Natürlich muss man sich immer die Ausgangslage anschauen. Ja. Aber für die Leute, ja, die das Ziel haben, ja, nehmen wir auch diese konkreten Zahlen her. Nur was im Coaching oft passiert, und deswegen ist ja der Prozess und wie man das nachvollzieht so wichtig, es kann passieren, dass auf der Waage sich dann gar nicht viel tut. Und ich betreue ja hauptsächlich Frauen, ja, wenn Frauen mit dem Krafttraining loslegen, nicht stark übergewichtig sind, ja, vielleicht eben nicht übergewichtig, einfach normalgewichtig, ja, oder einen leicht höheren BMI haben. Es passiert nicht, dass auf der Waage, ja, das Gewicht nach unten rauscht und das verfolge ich auch gar nicht mehr mit den Klienten. Aber klar, es ist ein Marker, ja, aber wir sagen ja auch immer dazu, es geht darum, Körperfett zu reduzieren. Jetzt können wir natürlich nicht genau messen, wie viel Körperfett das ist, aber aus unserer Erfahrung raus, ja, von der Optik, weil was wir ja schon können und was wir wissen und was ja um uns letztlich auch geht, ist ja die Optik. Ja, wie verändert sich die, also geht nicht nur um die Optik, aber wenn es um die Optik geht, ja, dann ist es schon relativ gut erkennbar, wie sich der Körperfettanteil verändert, ja, also auf einer optischen Einschätzung her und auch von den Körpermassen her. Und ich versuche immer wieder dann bei Klientinnen eben zu bremsen, damit diese Motivation nicht nur am Gewichtsziel liegt, ja, sondern wir schauen uns dann eben diese drei Dinge in Kombination an
Und das ist jetzt etwas, das ist höchst unwissenschaftlich, bitte, das möchte ich gleich dazu sagen, irgendwann mal aus der Vergangenheit, warum auch immer, ja, schwingt immer noch so mit, wenn man einen Zentimeter am Bauchumfang verliert, ja, dann ist das ein Kilo Körperfett, das ist natürlich Bullshit, das kann man jetzt so nicht sagen, ja. Mhm. Aber wenn das Körpergewicht gleich ist und ich habe mehrere Zentimeter am Bauch verloren, ja. Naja. Und je nachdem, man muss immer die Fettverteilung von einer Person anschauen. Es gibt Leute, die haben am Bauch schon wenig Fett und die haben dann vielleicht mehr Körperfett an den Schenkeln und so weiter. Das ist jetzt auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Nur wenn dort, wo mehr Körperfett optisch gespeichert ist, Zentimeter weggehen bei gleichem Gewicht, ja, natürlich hat man dann kiloweise Körperfett verloren. Geht ja gar nicht anders, ja. Und das ist motivierend, also sich das im bewusst zu machen und anzusehen, und das tun die wenigsten Leute für sich selbst. Also in einem Coaching-Prozess wissen wir, es ist total wichtig, und wir gehen den Leuten dann auch immer auf die Nerven mit Progress-Peaks und Maßen, und man könnte sagen, na, oh mein Gott, da habe ich auch meine Meinung geändert, das ist so ein schlimmer Körperfokus und fokussiere dich nicht drauf. Ja, aber wenn man es nicht tut, bleibt nur die Waage. Und die triggert dann die Leute, und wenn die Waage dann nicht nach unten geht, dann hat sie ja nicht funktioniert und dann höre ich wieder auf. Und das heißt, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Ja, eben die Progress Pictures sind, man beurteilt das Aussehen, unter Anführungsstrichen, aber eigentlich beurteilt man ja nicht das Aussehen, sondern man sieht halt einfach, kommt da Muskelmasse rauf oder kommt da Fettmasse runter, wenn man das halt ein bisschen Erfahrung hat. Und das ist halt, wir haben halt keine andere Form der Messung, weil die Waage gibt ja nur Aufschluss über dein Gewicht und sonst nichts. Und wir haben keine Möglichkeit, Körperfett und Muskelmasse zu messen, einfach so. Also sind die Fotos halt gut genug. Ja, also das ist ja, und die sind auch gut. Also das ist in Kombination mit Umfangmessungen, und dann auch mit der Waage ergibt sich ein großartiges Bild, das man eigentlich sehr, sehr genau zeigt, in welche Richtung es gerade geht, ja, und wie viel Fortschritt wir in 2, 3, 4 Wochen gemacht haben. Also wirklich unglaublich gut. Natürlich kann ich nicht sagen, die Person hat jetzt da 3% Körperfett abgebaut. Ja. So genau kann die Messung nicht sein, aber so genau gibt es auch keine Messung auf der Welt. Auch nicht der ominöse Dexascan, leider Gottes. Ja. Und bitte auch nicht diese Körperfettwagen, auch nicht die im Studio angeboten werden. Ich weiß, es ist so verlockend und man hätte so gern dieses Messtool. Es funktioniert nicht, ja, auch wenn euch von irgendeinem Institut oder sonstiges und sogar beim Arzt und was auch immer. Es funktioniert nicht, ja. Leider, leider. Also ich würde es verwenden. Ich würde es wirklich verwenden, weil ich bin absolut vernarrt in die Vermessung meiner selbst. Ja. Aber wenn man... Du solltest ein Buch schreiben, da gibt es die Vermessung der Welt. Ja. Genau. Marcel Hauer, die Vermessung meiner selbst. Ja, also Quantifizierung meiner selbst ist schon etwas sehr Interessantes für mich, aber blöd ist halt, und das passiert leider in diesem Bereich sehr, sehr oft, wenn man etwas misst, was wirklich Mist ist. Ja. Also sprich, einmal falsche Werte misst, die nicht das aussagen, was sie eigentlich vorgeben auszusagen. Weil dann beginnt natürlich, aufgrund dieser Zahlen leitet man ab, welche Maßnahmen man dann einleiten möchte. Aufgrund dieser Zahlen beginnt man sein Verhalten zu ändern oder irgendwelche anderen Sachen zu machen. Und eigentlich ist die Grundlage für die Verhaltensänderung oder für irgendwelche Maßnahmen halt kompletter Humbug. Also wenn man auf der Waage steht und dann steht da plötzlich, ich habe 2 Prozentpunkte Körperfett zugenommen. In Wirklichkeit ist eine Wasserfluktuation, ja, und ich mache mir deswegen verrückt und starte die nächste Diät. Ja. Jo, das kann nicht gut sein. Genau. Ja, jetzt haben wir durch. Ernährung. Sprich, wie schafft man es überhaupt mal, sich zu motivieren, seine Ernährung anzupacken, die ersten 5 bis 10 Kilo anzugehen, ob 5 bis 10 Kilo ob ein gutes Ziel sind. Angenommen, man hat eben nicht ganz klar, diese 5 bis 10 Kilo zu verlieren, ja, sondern so wie Julia das gesagt hat, es ist ein Körperumbau, okay, haben wir gesagt, müssen wir ein bisschen genauer messen, aber
diese Art der Messung ist ja doch etwas, das sehen wir im Coaching immer wieder, die einen längeren Zeitraum, einen längeren Beobachtungszeitraum braucht. Ja? Also es reicht oft nicht, von einer Woche auf die andere Woche hinzusehen, sondern manchmal muss man 2 Wochen vergehen lassen, 3 Wochen vergehen lassen. Manchmal sind Leute schon sehr, sehr fortgeschritten, haben schon eine gute Grundstruktur, gute Grundmuskularität und Veränderungen kommen dementsprechend ein bisschen langsamer. Wie schaffe ich es, wenn ich nur alle 4 Wochen hinschauen kann in Wirklichkeit, um Veränderungen wirklich sichtbar zu machen, zu messen, wie schaffe ich es trotzdem dann motiviert zu bleiben in der Ernährung? Und wofür muss ich mich motivieren? Ja, im Grunde ja, jeden Tag das Richtige zu tun, also jeden Tag möglichst mich gut zu versorgen. Was könnte ich mir hier für Ziele setzen, wenn eben ja die reine Körpermessung einfach zu lange, und wir wissen das alle, also nach 2 Wochen kann die Motivation schon mal runtersinken, wenn ich auf die nächste Messung warte und in der Zwischenzeit unsicher wäre, ob ich wirklich am richtigen Weg bin. Also was könnte da für, woran kann ich mich halten? Was kann mich noch motiviert halten? Naja, Stefan, magst du beginnen? Naja, Es ist schwierig, wenn man, ich glaube, man muss da fast ein bisschen wegkommen, sich von diesen Messungen alleine motivieren zu lassen. Das wird einfach nicht funktionieren. Mhm. Also die Motivation muss das Tun sein eigentlich. Und man muss ein gewisses Vertrauen in das haben, dass man das Richtige macht. Ja? Und wenn man weiß, dass das einfach Zeit braucht, und das einsehen kann, dann soll es eigentlich nicht mehr so schwierig sein. Das heißt, du sagst, Ungeduld ist der Feind der Motivation. Ja, sicher, auf jeden Fall. Aber ich glaube, noch viel wichtiger, finde ich, ist der Satz. Ja? Also es muss aus dem Tun kommen. Man muss das Tun sinnvoll finden. Ja? Also, ja. Und ich glaube, das kann man schon steuern. Während man kann daran arbeiten, das Tun sinnvoll zu finden. Und das muss man ja eigentlich in sämtlichen Vorhaben im Leben. Ja, weil wenn ich eine Arbeit habe, wenn ich eine Arbeit, einen Job mache, ja, und es meine einzige Motivation ist, die nächste Beförderung oder die nächste Gehaltserhöhung, dann werde ich, wenn das wirklich die Motivation ist und ich das Tun hasse, werde ein Problem haben mit diesem Job. Also da werde ich mein Leben madig machen. Ja. Und die Frage, also ich glaube, die Frage ist immer, wie schaffe ich es jetzt für mich, das Tun sinnvoll zu finden, wenn ich es vielleicht aktuell noch nicht tue und sehr ungeduldig bin. Und ich glaube, da hilft es dann schon, sich solche Mini-Ziele, die eben auch vorher der Stefan genannt hat, ja, wenn ich sage, okay, ich setze mir jetzt ein konkretes Mini-Ziel, ein konkretes Verhaltensziel, das auch messbar ist. Ja. Ich habe regelmäßig gegessen, ich habe so und so viele Portionen Protein, so und so viele Portionen Gemüse, was auch immer gegessen. Das in Kombination mit dem Wissen, warum das gut für mich ist. Also ich glaube, es ist immer dieser Education-Aspekt dabei, dass ich auch, warum ist ein Coaching wertvoll? Genau deswegen. Ja, damit man nicht nur auf irgendeinen Faktor sich konzentriert, sondern damit man ja Verhalten ändert. Und das ist immer eine Kombination aus, ich setze um, ich weiß, warum das gut für mich ist, und dann, dadurch, dass ich es längerfristig mache, damit, dass ich es auch mitschreibe und mittracke, also mich sozusagen mal wirklich an den Zahlen orientiere und sage, okay, ich habe meine Checkliste erarbeitet, auch das ist ja motivierend. Ja? Also für den Anfang ist es motivierend zu sagen, das sind meine Aufgaben, die erledige ich. Ich fühle mich gut, weil ich Aufgaben erledigt habe. Das ist jetzt nichts, was langfristig immer so sein sollte, meiner Meinung nach. Ja. Ja? Irgendwann muss das fließen, ja? Weil sonst hört man wieder auf. Aber bis es fließen kann, muss man sich einen Weg finden, also muss man einen Weg finden, wie man auch nachvollzieht, was man überhaupt tut. Und einerseits das Wissen, das Nachvollziehen, und dann als dritten Punkt das Spüren, ja, dass es mir ja auch gut tut. Und auch das nachzuvollziehen. Und ich glaube, auch deswegen ist der Coaching-Prozess so sinnvoll, weil wir Leute ja dazu bringen, von Woche zu Woche oder auch auf täglicher Basis minimal zu reflektieren.
Wie geht's mir? Wie ist mein Schlaf? Wie sind meine Energielevels? Weil wir Menschen sind schlecht darin, zu erkennen, dass es besser ist. Wir sind immer nur aufs Negative fokussiert, weil negative Sachen, Gefahr, ja, nehmen wir wahr, weil das könnte existenzbedrohend sein. Aber wenn was schrittweise besser wird, nehmen wir das oft nicht wahr. Ja. Und das ist das, was der Coaching-Prozess bietet, diese Selbstreflexion. Und dann plötzlich ist man schon stolz, wenn man einerseits merkt, man geht anders mit sich um, als man es vorher gemacht hat. Man tut das auf regelmäßiger Basis. Und man merkt noch einen Benefit, dann wird sich ins Verhalten wirklich eingravieren. Und dann wird es zur Identität. Wenn man das wirklich so mitmisst, kommt doch was dazu. Man beginnt sich plötzlich nämlich selber besser zu verstehen. Und zwar eine Geschichte von einer Klientin, die sehr, sehr gut unterwegs war, ja, die eben ein Abnehmziel hatte. Und sie hat immer das Problem gehabt, sie sitzt dann entweder in der Arbeit sogar noch, ja, weil Kollegen immer etwas vorbeitragen oder halt auch zu Hause, aber meistens in der Arbeit. Kollegen tragen Krapfen vorbei, es war gerade Faschingszeit, oder irgendwelche Schokolade bieten ihr es an und sie sagt halt zu allem ja, weil das Angebot ist da und nein sagen kann sie irgendwie nicht und der Körper verlangt es auch und meistens bleibt es nicht bei einem, sondern es sind immer mehrere Sachen und sie weiß irgendwie, das ist gar nicht so gut für sie, sie fühlt sich manchmal danach auch gar nicht gut, ja, weil es wirklich über die Maßen genossen hat. Ja. Und das war so ihr Problem, was sie auch davon abgehalten hat, letztendlich Körperfett zu verlieren. Ja. Sie war schon sportlich, sie hat sogar vor dem Coaching CrossFit-Erfahrung gehabt und war wirklich ein sehr, sehr schöner Squat, schon zu Beginn des Coachings und so. Also dementsprechend auch gute Muskelmasse. Aber dieses Ernährungsthema hat sie in den Griff bekommen. Irgendwie war sie immer wieder versucht, diesen Verlockungen nicht nur nicht nur nachzugeben, sondern über die Maßen nachzugeben. Ja. Und das haben wir in den Griff bekommen, eben mit guter Versorgung, mit ausreichend Gemüse, mit regelmäßigen Mahlzeiten, also all das, was wir auch zum Beispiel im Workshop gepredigt haben, aber was wir auch im Podcast immer wieder bringen, da haben wir schon einiges davon in den Griff bekommen. Das heißt, Verlangen nach dem übermäßigen Genuss ist zurückgegangen. Ja. Und das heißt nicht, dass sie nicht mehr irgendetwas genossen hat. Also sie hat sich durchaus immer noch Süßigkeiten eingeplant, hat auch nicht zu allem immer Nein gesagt, aber sie hat zu diesem Übermaß immer öfter Nein sagen können. Ja, sie hat sich diese Freiheit erarbeitet, dass sie es kann. Und dann plötzlich kam ein Tag, wo sie im Einkaufszentrum war und sie hat gemeint, es hat sie einfach überfallen, ja, im Einkaufszentrum. Also sie ist da durchgegangen, beim Baumkuchenstand vorbei, das hat großartig gerochen, ja, und dieser Geruch, der hat sie halt wirklich, wie man das aus dem Zeichentrick kennt, ja, der Geruch hat sie bei der Nase gepackt und so hinschweben lassen und sie hat halt dann wirklich den Baumkuchen sich genommen und war relativ enttäuscht, dass sie hier nicht, und das war mehr, als sie wollte. Sie hatte auch danach wieder das Gefühl, ja, das war eigentlich zu viel. Und sie war dann relativ enttäuscht, dass sie das nicht geschafft hat in der Situation. Ja. Und ja, wir haben ja sämtliche Daten erhoben. Also nicht nur Körpergewicht und nicht nur Körpermasse, sondern auch so Sachen wie Energiebereitstellung, Hunger über den Tag gesehen auf einer Schulnotenskala und auch Schlaf. Ja. Und das in Kombination mit dem Check-in hat uns relativ eindeutig gezeigt, was hier das Problem war. Wir haben einerseits gesehen, am Tag davor hatte sie statt der normalen 8 Stunden Schlaf 6 Stunden Schlaf. Warum auch immer war die Nacht off. Ich glaube, es hat irgendwas mit Kindern zu tun gehabt. Ich weiß es nicht, aber sie hat einfach nicht schlafen können, so wie sie es normalerweise tut. Das heißt, die Energielevels bzw. die Willenskraft war schon etwas beeinträchtigt, sage ich jetzt einmal. Ja. Hungerlevels auch etwas erhöht an diesem Tag. Zweiter Faktor, dieser Einkauf oder dieser Aufenthalt im Einkaufszentrum hat länger gedauert als geplant. Ne? Das heißt, sie hat nicht so, wie sie es immer tut, Frühstück, Mittagessen, Snack, Abendessen essen können, sondern diese Essenszeiten waren verschoben. Sie ist einfach da bis zu einem gewissen Grad drüber gegangen und dann haben wir halt zwei Faktoren gehabt, fehlender Schlaf plus eben nicht regelmäßige Hunger. Versorgung, Hunger eigentlich, ja. Richtiger Hunger, ja. Ja, der ihre Nase dann gepackt hat mit diesem Baumkuchengeruch und wo sie dann halt einfach hier zuschlagen musste. Das hätte sie selber so nicht gesehen, obwohl sie die Aufzeichnungen gemacht hat. Erst durch den Check-in und durch meine Analyse, durch mein Nachfragen, ja, hat sie dann gemerkt, ah ja, stimmt eigentlich. Also ich
ich habe mich ja für diese Situation so gesetupt, ja, also auch wenn ich für den Schlaf jetzt nichts kann, das ist mir halt passiert, manchmal hat man schlechtere Nächte, das kann sein, ja, und auch wenn ich jetzt nichts dafür kann, dass alles länger gedauert hat, aber ich habe in dieser Situation nicht versagt in dem Sinn, sondern das war halt einfach, der Körper hat reagiert, wie er reagieren musste, weil ich vorher dem Körper, ja, gewisse Sachen entsagt habe, die ich ihm normalerweise aber gebe, ne? Und das hat ja schon geholfen, weil sie gewusst hat, aha, regelmäßige Versorgung ist deswegen so wichtig, weil ich mich dadurch ja wohler, zufriedener fühle und mehr Herr meiner Frau meiner Entscheidungen bin in dem Fall. Ja. Und ja, regelmäßiger Schlaf und ausreichender Schlaf ist auch deswegen wichtig, weil ich auch dann Entscheidungen wirklich selber treffen kann und nicht irgendwie geleitet werde von Gerüchen oder sonst irgendetwas. Es ist spannend, weil es gibt ja, kennt ihr das Halt-Modell? Nein. Nein. Das steht für Hungry, Angry, Lonely, Tired. Das ist ein Modell aus der eigentlich aus der Suchtforschung im Prinzip, ja, wo man weiß, dass Leute, wenn diese Zustände eintreten, eher geneigt dazu sind, einen Rückfall zu haben. Ich möchte jetzt Essen nicht als Sucht hinstellen, weil ich glaube, das ist nicht gut und das ist auch falsch, der Konex. Aber Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte, ja, oder wo man eigentlich das Gefühl hat, nämlich das Spannende ist ja immer wieder, und ich glaube, das muss man immer wieder hinterfragen, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht anders. Da bin ich sehr, dadurch, dass ich wirklich lange mit Binge-Eating gekämpft habe, da bin ich jetzt sehr vorsichtig, mir das auch so zu erklären, ich konnte nicht anders, ich muss ja, weil man gibt dann sehr, sehr viel Macht an etwas ab, was verständlich ist, es fühlt sich so an, ja, aber man kann daran arbeiten, das hat nichts mit Kontrolle zu tun, ja, sondern es hat damit zu tun, dass man nicht einen Anteil übernehmen lässt, der da Dinge versucht zu lösen, wie sie eben nicht gelöst werden können. Und dieses HALT-Modell, also Hungry, Angry, Lonely, Tired, sind Zustände, die das eben begünstigen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für eben Thema Motivation in einem Prozess, dass man sich selbst eine gewisse Portion von Verständnis auch gegenüberbringt und Mitgefühl aufbringt, dass manche Situationen einfach schwieriger sind und dass das normal ist, ja, dass man nicht immer die perfekte Entscheidung trifft. Ja. Oder dass es auch eine Weiterentwicklung ist. Das ist vielleicht der Punkt, ja, weil wir haben ja sehr oft Leute, die ich arbeite mit vielen Leuten, die mit dem Essverhalten kämpfen. Es ist total sinnvoll, das Mindset dahingehend zu verschieben, dass genau diese Situationen total wertvoll sind, wenn man sie zur Reflexion nutzt und dazu nutzt, sich selber besser kennenzulernen. Das ist ja immer Teil eines Prozesses, dass man besser werden kann, dass man versteht, wo man in Probleme hineinläuft. Und das ist keine Charakterschwäche. Und ich finde, auch das ist ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor, auch für mich oder auch was jetzt Überessen, Hunger, Sättigung betrifft. Da geht es nicht darum, dass man das immer perfekt wie eine Maschine umsetzt, sondern dass man mit sich selber lernt, umzugehen. Das ist der motivierendste Zustand, wenn man weiß, wie man für sich selber gut sorgt und nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt und ich kann nicht und was auch immer. Man ist nur Beifahrer sozusagen. Ich habe das, weil der Marcel auch gesagt hat, dass mit dem Übergenuss, dieser Kontrollverlust und sowas ist interessant, weil Chantal und ich haben am Anfang unserer Fitness-Journey ziemlich, wie soll ich sagen, restriktiv gegessen, sehr viel, also halt getrackt und beide versucht, relativ niedrig unser Körpergewicht zu halten. Es hat keine Ausnahmen gegeben und immer wenn wir auf Urlaub gefahren sind, dann ist es eskaliert. Der Klassiker, wir fliegen nach London und aus dem London-Aufenthalt wird ein einziges Gelage, mehr oder weniger. Ja. Bis wir am Ende der, weiß nicht, 4, 5 Tage schon gar kein Essen mehr oder weniger gesehen haben, gar kein Hungergefühl mehr gehabt haben, weil wir andauernd nur gegessen haben, mehr oder weniger. Ja, was war das Problem? Nichts mitbekommen von London. Naja, schon, was es zu essen gibt.
Was, in London gibt es eine Bridge? Hä? Na, so schlimm war es auch nicht. Aber eben, es war halt, ja. Und das sollte einen dann schon zum Überlegen ja. bringen. Bin ich einfach sonst immer zu restriktiv unterwegs. Ne? Natürlich. Ja, wenn dann nämlich Situationen außerhalb des Alltags dann plötzlich nervös werden lassen oder eben zu so einem Verhalten bringen, dann kann man relativ klar sagen, man hat ein Problem. Ja, ja. 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 Und es ist auch irgendwie verständlich, oder? Weil man ist dann im Urlaub, man will sich ja etwas gönnen lassen. Man will ja eigentlich aus dem Alltag ausbrechen sozusagen. Also macht man das dann halt auch so. Ne? Und, ja. Aber ja. Und das ist genau das ist der Punkt, ja, wo ich glaube, dass das total demotivierend ist und wo der Coaching-Ansatz auch so wichtig ist, dass es können manche Leute gar nicht glauben, ja, dass man nicht daherkommt mit, du darfst das nicht essen, das darfst du nicht essen, ja, da hast du deinen Ernährungsplan. Ich habe letztens ein Coaching-Beratungsgespräch mit einem anderen Coach gehabt. Und der war eigentlich, ja, der hat sehr viel Mikromanagement betrieben, weil er den Klienten halt wirklich mehr oder weniger die Mahlzeiten vorgeschrieben hat, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist spannend. Das kann man natürlich so machen, ja. Das funktioniert für einen gewissen Zeitraum auch, ja. Aber es ist so entmündigend, ja. Und ich bin sehr allergisch mittlerweile, weil ich selber eben auch, und so wie du jetzt beschreibst, Stefan, ja, dieses Gefühl von eben, man ist einerseits sehr restriktiv unterwegs und dann gibt es eben diese Eskalationsmomente und man hat irgendwie das Gefühl, man ist in so einer Disbalance, ja. Das ist das Demotivierende an so einem Prozess, ja. Dass man irgendwie nur diese Zustände kennt von brav sein und nicht brav sein. Und ich finde es so schlimm, wenn dann ein Ernährungscoaching so entmündigend ist, ja. Obwohl natürlich alle das Beste, also das ist ja nicht grundsätzlich nicht falsch und viele Leute suchen danach. Ich glaube, viele Leute brauchen aber genau das nicht, ja, dass man eben genau was vorgeschrieben bekommt. Ja. Und die meisten Leute suchen danach, weil die meisten Fragen sind immer, ich brauche nur einen Trainingsplan und ich brauche nur einen Ernährungsplan. Sagt mir, was ich essen soll. Ja, ja. Und in dem Moment, wo die Leute das aber kriegen und durchziehen sollen, beginnen die Probleme. Ja, ja, naja, eigentlich auch danach. Und ich glaube, das ist auch so eine Motivationsgeschichte, weil warum bleiben wir motiviert? Ja, eigentlich, wenn man es jetzt wirklich überlegt, ja, ich glaube, das stimmt ja für uns alle drei. Es ist ein gewissen Lifestyle, den wir entwickelt haben und über den wir nicht mehr nachdenken. Das heißt, es braucht eigentlich keine Motivation mehr. Ich muss mir ja nicht überlegen, wie schaffe ich heute meine Mahlzeiten zu strukturieren? Ja? Oder wie? Durchaus. Also Julia, wir fahren ja jetzt oder fliegen jetzt nach Thailand. Und da wird sich das Essverhalten bis zu einem gewissen Grad doch ändern. Ne? Frühstück. Ja. Ich freue mich einfach schon so auf. Jetzt habe ich den Namen des Gerichts. Partei. Ah, ja, danke. Ja, auf Partei freue ich mich schon, ja. Ja. Und das ist schon ein Faktor, wo wir dann einfach nicht die Routinen in der Art und Weise einhalten können und wollen, wie wir das zu Hause tun. Ne? Ja, es gibt immer, wir essen regelmäßig, das ja. schon. Aber, ja, aber wir essen das ist schon eine wichtige Routine. Ja. Genau, ja, das ist sehr wichtig. Ja? Aber wir essen das, was es gibt und genießen halt in Maßen, sage ich jetzt einmal, in Maßen. Ja. Ich habe da nicht den Druck, dass ich innerhalb dieses Aufenthalts der ersten paar Tage alles essen muss, was mir Thailand bietet, sondern ich gönne mir bei jeder Mahlzeit, wonach mir dann der Sinn steht. Aber ja, wenn man weiß, man hat eher einen gewissen Lifestyle, ja, dann ist es auch kein Problem. Und zumindest ich weiß nicht, wie es Julia geht, ich freue mich dann immer schon auch wieder auf zu Hause und auf mehr regelmäßige Gemüseversorgung, doch vielleicht ein bisschen mehr Protein, weil ehrlicherweise, wenn man nicht stark darauf achtet, nur durch Auswärtsessen wird es echt schwer, dass man aufs Protein dann so in dem Maßen kommt, wie ich das zu Hause schaffe. Ja, das ist einfach so. Du noch leichter. Ich mich mehr damit beschäftigen. Ja. Als Vegetarier ist wirklich schwer. Ja. Also als Vegetarier ist schwer. Aber, und das habe ich unlängst mit einer Klientin auch im Check-in besprochen, ich habe nichts lieber, als wenn Klienten während der Coaching-Zeit tatsächlich auf Urlaub fahren. Ja, und super. Weil das sind die prägendsten Momente. Ja? Also Urlaub oder halt irgendwelche Situationen, die wir nicht an den Routinen dranbleiben können. Weil ich glaube, das ist das, was langfristig die Möglichkeit bietet, das beste Essverhalten zu entwickeln. Also ich finde Urlaube und lange Aufenthalte außerhalb der Routinen sogar
spitzenmäßig. Ja? Also gerade für Leute, die mit dem Essverhalten strugglen, ja, finde ich das sogar sehr, 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 sehr gut, weil man da eben ein schönes Übungsfeld hat, ja, dass man nicht in dieses 0-1-Denken hineinkippt. Nämlich, wenn es ein langer Aufenthalt ist. Also ich sage ihm, ich habe öfter schon erwähnt, dass ich glaube, dass meine, weil wir ein sehr restriktives Essverhalten gehabt und mir das auch schwer getan, dann eben, wenn ich jetzt nicht an meinen Routinen dranbleiben kann und diese langen Urlaubsaufenthalte, 3 Wochen, 4 Wochen, ja, da geht es dann nicht mehr. Ja? Man kann weder einen Monatsbinge draus machen, ja, will man auch nicht mehr, ja, will man ja auch nicht. Und man findet sozusagen Mittel und Wege, wie man ein bisschen wieder mehr auf die Körpersignale auch achtet, weil es gibt halt andere Lebensmittelauswahl und ich habe nicht alles unter Kontrolle und ich darf dann wieder auch ein bisschen mehr mit mir einchecken, wann fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich unwohl nach dem Essen. Das ist total heilsam und total wichtig. Also gerade für Leute, die wirklich mit dem Essverhalten strugglen, gibt es nichts Besseres, als wenn einmal die Auswahlmöglichkeiten nicht so groß sind. Weil dann merkt man plötzlich, das funktioniert ja trotzdem. Man bekommt wieder ein bisschen Vertrauen in sich selbst zurück. Außer man war davor auf Diät. Also wenn man davor mal sehr restriktiv auf Diät war, wie der Stefan gesagt hat, diese Erfahrung kenne ich ja auch, dann ist man wie ein Tier und man sieht überall nur Essensstände. Also das ist das, was mir nachträglich auch wirklich, wo man denkt, das ist wirklich furchtbar. Man wird komplett animalisch. Ja? Man sieht nur mehr Essen und dort und man hält sich dann auch nur mehr da. Hast du das gesehen? Ja, ja. Und da ist man währenddessen schon damals gedacht, manchmal eigentlich so, das möchte ich eigentlich nicht. Das finde ich auch irgendwie komisch. Ja? Ja, das hätten wir uns eigentlich als Zivilisation erarbeitet, dass Essen nicht mehr diesen riesen Stellenwert oder Essensbeschaffung nicht mehr diesen riesen Stellenwert hat, wie es früher mal hatte. Ne? Und in dem Moment, ja, wo Hunger wieder allgegenwärtig ist oder das Verlangen nach Essen allgegenwärtig ist, fällt man eigentlich wieder zurück in die Steinzeit. Ne? Verhaltensmäßig. Ja. Ja, so fühlt sich's an. Das ist halt sehr einnehmend dann. Und das, das wollte ich dann auch nicht mehr. Und also vielleicht, was ich vorher noch sagen wollte, wir sind ja, wenn es auch darum geht, was motiviert uns. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass wir ja auch nicht dauernd auf Diät sind. Ja, Fitness ist ja nicht gleich die ganze Zeit. Ich muss Körperfett abnehmen, ja. Für bestimmte Phasen, ja, auf jeden Fall, ja, kann man ja machen. Aber ich glaube, wenn man keine Motivation aus gesundheitsgeförderndem Verhalten zieht, außer eine Reduktion des Körpers oder des Körperfettanteils, dann wird man auch daran arbeiten wollen, andere Gründe zu finden, weil sonst, was macht man denn das restliche Leben, wenn man nicht gerade am Abnehmen ist? Richtig, ja, richtig. Also da, wenn das ganze Leben aus Abnehmen besteht und man dann auch nicht abnimmt, vielleicht noch dazu. Ja. Weil man auf Urlaub fährt dazwischen. Da muss man einfach den Urlaub reduzieren. That's the way of life, ja. Genau. Dann werden es aber die Wochenenden wahrscheinlich, ja, irgendwann. Ja, ich denke, was Ernährung betrifft, haben wir gut ausgeholt und haben wir gut erklärt, wie wir uns motivieren. Es ist vor allem eine Lifestyle-Geschichte. Ich glaube, wir spüren und wissen halt einfach, okay, dadurch, dass wir unsere Ernährung umgestellt haben und uns gut versorgen, haben wir auch Aspekte bekommen und Effekte bekommen, die sich einfach gut anfühlen. Und wenn uns das jemand wegnimmt, sei es ein Urlaub zum Beispiel, wo das vielleicht nicht ganz so möglich ist, manchmal spüre ich dann auch wieder Effekte, wo ich mich eben freue, wieder ins alte Leben zurückzukehren, weiß, aha, die Ernährung war nicht ganz optimal und ich spüre es auch wirklich körperlich. Ja? Mhm. Ich merke, dass das meine Energielevels beeinträchtigt, ich merke, dass das sich nicht ganz so rund anfühlt. Ja? Und ich glaube, das ist für mich zumindest die größte Motivation, dass ich vielleicht einfach weiß, okay, ich weiß, wie ich mich fühlen kann, wenn ich nicht auf mich achte und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich es tue. Und da ist Ernährung halt ein großer Faktor. Ja? Mhm. Wie motiviert ihr alten Säcke euch immer noch fürs Training? Ich meine, wie viele Trainingsjahre haben wir hier versammelt? Ich habe begonnen mit... Du hast sicher die meisten wahrscheinlich. Ja. Sagen wir 18, 19, also ich kratze
also eigentlich mit 17 schon, immer mit Unterbrechungen. Aber ich kratze immer im 20. Lebensjahr, also 20. Trainingsjahr, nicht Lebensjahr, das wäre schöner. Na, danke, ich möchte nicht wieder 20 sein, aber okay. Na, oh ja, 20 mit dem Wissen von jetzt wäre schon geil. Ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ja. Ich glaube auch nicht, ja. Ich glaube, diese Kombination ist schwierig, ja. Julia, wie viele Trainingsjahre hast du? Nein, ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, es werden 10 oder 9, mhm. 9 Trainingsjahre, ja, 9 Trainingsjahre mhm. werden es dann. Ja, ich glaube, ich habe auch so, also ernsthaftes Training würde ich auch so circa 10 Jahre sagen. Ja, ja. Davor halt also ein bisschen herumgedördelt, aber... Ich am Anfang auch, aber dennoch, also auch wenn ich dann mal Wochenunterbrechungen gehabt habe, ich habe dann einfach meinen Zyklus sozusagen immer verkleinert, ja, und geschaut, dass ich einfach eine höher frequentere Trainingsfrequenz hinbekomme. Ja, dementsprechend haben wir hier fast 40 Jahre Trainingserfahrung sitzen. Und ihr macht das ja immer noch, ne? Ihr geht ja immer noch trainieren. Wie schafft ihr euch immer noch zum Training zu motivieren? Zumal, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, man nach einer gewissen Zeit, wenn man halbwegs intelligent und regelmäßig trainiert hat, dann ja dann doch nicht mehr die Riesenfortschritte macht. Ja? Also nein, man steigert sich nicht auf 1000 Kilo Deadlift, sondern irgendwann einmal steht man halt an, kann noch kleinere Steigerungen hier und da sich erarbeiten, und je älter man in Trainingsjahren wird, desto zäher geht der Fortschritt. Das ist ja eigentlich ziemlich demotivierend, aber warum machst du das immer noch, Stefan? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen so, wie du das mit der Ernährung beschrieben hast. Wenn man es nicht macht, geht es einem schlecht. Ja, ja, oder? Es ist ja, ist wirklich so, ja. Ja. Wenn man aufhört, merkt man, wie gut es eigentlich war, dass man das gemacht hat. Und ja, das genügt eigentlich, ne? Das ist es, dass man irgendwann den Status erreicht, dass man eigentlich keine wirkliche Motivation mehr braucht, sondern dass man es halt einfach tut, weil man es tut. Und, spannend, weil den Status muss man halt erst einmal erreichen. Ja. Ich kenne viele Leute, die Phasen durchgemacht haben, wo sie regelmäßig Sport gemacht haben, sich gut ernährt haben, sie von sich selbst auch behaupteten, dass sie sich damals so fit und so gut wie noch nie gefühlt haben, und trotzdem haben sie aufgehört und tun es jetzt nicht mehr und weinen dieser Zeit nach. Wie schafft man es, zu dem Punkt zu kommen, wo man nicht wieder aufhört? Oder warum hören die Leute überhaupt auf? Obwohl sie diese tollen Effekte gespürt haben. Ja, wahrscheinlich, wenn das nicht wirklich zu ihrem Lebensstil gepasst hat, schätze ich mal, das, was sie sich vorgenommen haben. Vielleicht haben sie, weiß nicht, den Plan eines Bodybuilders kopiert und sind 5-mal die Woche 2 Stunden trainieren gegangen, und das ist eine Zeit lang, hat das in ihr Leben hineingepasst, wie sie vielleicht noch studiert haben oder noch keine Familie hatten oder sowas, aber dann, weiß nicht, kommen die Kinder oder die größere Belastung im Job, und auf einmal geht es nicht mehr und sie denken sich, naja, jetzt kann ich aber meinen alten Plan nicht mehr machen, wo ich 5-mal gegangen bin, jetzt schaffe ich es nur noch 2 oder 3-mal in der Woche, naja, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Und ich glaube, auf sowas hängen sich dann viele Leute auf, anstatt zu sagen, okay, dann ändere ich einfach mein Training, sodass es wieder zu meiner jetzigen Phase passt. Und dann habe ich halt da wieder Spaß, und aus dem Spaß kommt dann auch die Motivation, das weiterzumachen irgendwie. Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Das höre ich gerade bei Männern, höre ich das sehr, sehr oft in Chats und so weiter, dass die immer wieder Phasen fahren, wo sie 4 bis 5-mal trainieren gehen, ja, weil sie wahrscheinlich eben Athletenpläne sich holen und versuchen, diese zu verfolgen. Warum? Weil sie glauben, das ist optimal, und nur was optimal ist, ist gut genug, hat auch wirklich Sinn. Wir haben das auch im Workshop gehört von einem Teilnehmer, der genau das Gleiche gesagt hat, der gesagt hat, ja, früher war ich 4-mal trainieren und dann kamen die Kinder, und ehrlicherweise, er hätte schon Zeit trainieren zu gehen, keine 4-mal, aber er hätte Zeit trainieren zu gehen, es wäre nicht super viel Aufwand, aber er tut es einfach nicht, weil er hält irgendwie doch noch fest an diesen 4 Tage pro Woche, und ja, aus unserer Sicht halt vollkommen absurd, weil wir die Gegenseite sehen. Also wir sehen Leute bei uns im Coaching, die vielleicht erst nur 2-mal ins Training schaffen, manche Leute vielleicht nur 1,5-mal ins Training schaffen, und die
all diese Effekte sich trotzdem abholen, sich wohlfühlen, die Gesundheitseffekte bekommen und stärker werden. Aus dem Aspekt heraus halt extrem schade, wenn das dann aufgrund dieser falschen oder fälschlichen Optimalität dann nicht mehr ausgeführt wird. Ne? Absolut, ja. Was können noch Gründe sein? Gibt es noch was, warum jemand all diese Effekte schon gespürt hat und sich wohlgefühlt hat, das durchgezogen hat und dann doch wieder aufgehört hat und sich damit zufrieden gibt, sich nicht so gut zu fühlen? Also ich persönlich kenne viele Geschichten aus dem Gym-Umfeld und auch von Erstgesprächen und von jetzigen Klienten, die halt tatsächlich in ein Burnout geraten, weil, also es ist oft dieser, ich habe schon manchmal überlegt, ob ich dazu irgendwie entweder einen Newsletter-Artikel oder einen Post schreibe, ja, das ist so der Aufschwung und der Fall. Ja, der Aufschwung ist, ich jetzt vielleicht gerade für Leute, die vielleicht vorher auch nicht sportlich waren, ja, und plötzlich, ja, Krafttraining, Spitze. Und weil es so gut ist, mache ich immer mehr davon. Und weil es so gut ist, übernimmt das sozusagen, weil ich so viel draus ziehe, übernimmt das meine komplette Identität. Ja, das ist oft bei jüngeren Frauen habe ich so erlebt, dass die dann wirklich so hineinkippen, was ja sehr positiv wahrgenommen wird. Der Tribe ist da, ja. Und plötzlich kommt aber mit dem ganzen Tribe und mit diesem ganzen Drumherum und mit diesem Fokus der eigenen Identität auf, ich bin jetzt eine Person, die im Gym sich immer zerstört und was auch immer, ja. Wird es so einnehmend, dass man halt auch dann sehr viel drinnen hängt, sehr viel im Vergleich drinnen hängt, sich sehr viel auf diese Trainingseinheiten und auf das Feeling während des Trainings und nach des Trainings konzentriert. Also es nimmt so viel ein und das ist irgendwann überfordernd und dann ist es plötzlich nicht mehr gut, weil man alle guten Effekte, die man gehabt hat, überlagert mit too much, mit zu viel Leistungsdruck, mit zu viel ästhetischem Druck, ja, was auch immer, und eben sehr extern motiviert ist, weil man eben vielleicht auch extern sehr viel Lob bekommen hat. Ich glaube, dass das oft schwierig ist in einer Fitnessreise, in einer Veränderung, dass wenn man losstartet, man vielleicht, nicht alle, ja, manche bekommen überhaupt kein Lob und die anderen Leute versuchen, sie zu sabotieren, aber man zieht plötzlich eben Selbstbewusstsein aus diesen externen Faktoren und vergisst, dass es auch noch intrinsische gibt. Und die muss man manchmal auch wieder erlangen und wieder hineinspüren. Mir persönlich ist es auch so gegangen. Also ich habe dann nach dem Wettkampf, habe ich gewusst, schon während dem Wettkampf, habe ich gedacht, das wird interessant, wie ich nachher mit dem Training umgehe, ja, wenn es dieses Ziel nicht mehr gibt. Und viele Leute sagen dann, naja, da muss man wieder ein Ziel haben. Man braucht wieder ein Ziel. Bin ich anderer Meinung. Ja? Weil, ja, Ziel. Vielleicht kann das Ziel anders gelagert sein. Und mein Ziel war es einfach, dass ich wieder andere Gründe finde, zu trainieren und auch es schaffe, zurückzuschrauben, ohne dass ich aufhöre. Und was mich motiviert beim Training, mittlerweile am allermeisten, ist einfach nur der Faktor, wie ich mich danach fühle. Und dass ich einfach merke, dass es auf mich so einen regulierenden Effekt hat. Der Jänner war sehr schwierig, aus mehreren Gründen für mich, also ja, sehr, irgendwie auch innerlich sehr aufgebracht. Und ich habe mich selber sehr stark beobachtet, was jetzt so was Essverhalten und Trainingsverhalten betrifft, weil ich weiß, dass ich früher in solchen Situationen in die Überkompensation oft hineingerutscht bin. Ja, also so. Nicht zu viel spüren und irgendwie dann mit dem Fokus auf Körper und Essen und Training irgendwie ablenken, im Sinne von negativ ablenken oder wegdrängen. Und dieses Mal habe ich es so bewusst wahrgenommen, wie dieses Training, ja, mich aus diesen Gedankenschleifen rausgeholt hat. Also ich wollte aber oft nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich sehr unmotiviert gefühlt fürs Training, weil ich mir gedacht habe, nein, ich habe eh keine Zeit und ich muss dies und das lösen und was auch immer, ja. Und ich habe aber ganz genau gewusst, und das ist der motivierendste Faktor für mich, du musst jetzt für dich sorgen,
damit du stabil bleibst, damit es dir gut geht, und Training ist ein wesentlicher Bestandteil. Und wenn du jetzt ins Training gehst und glaubst, du musst dich unbedingt steigern, dann machst du dich fertig, ja, und dann willst du nicht mehr, und das darfst du nicht machen, Jule, das darfst du nicht machen, du tust dir was Gutes. Es ist dieser interne, dieser Dialog, ja, der, ich finde, so wichtig ist, ja, wo einerseits so diese akute Bedürfnisbefriedigung, was zu tun oder nicht zu tun, und diese langfristige Stimme, die im Hintergrund ist, die einen ja schon kennt, ja, die schon weiß, was gut ist für einen, und das finde ich motivierend, also für den Prozess. Natürlich habe ich auch noch Freude dran, wenn ich mich steigere, aber wenn es nicht ist, freue ich mich, dass ich Training absolviert habe. Ja, sehr spannende Geschichte mit Identitätsfindung nämlich auch. Also wir haben ja alle drei eigentlich die Intelligent Strength, Triple Strength Coach Ausbildung gemacht, das ist ein Zungenbrecher, unglaublich. Mhm. Und Teil dieser Ausbildung war ja einerseits eine Wettkampfdiät, eine simulierte Wettkampfdiät, und der zweite Teil war ein Krafttest, wo wir uns in 5 Übungen wirklich die höchsten Kraftziele erarbeiten mussten, die wir zu diesem Zeitpunkt abrufen konnten. Und es gab auch ein Ziel, das wir erreichen mussten, das wurde vorher festgelegt. Und das heißt, wir haben einerseits vorher so wie ein Bodybuilder gegessen und danach so wie ein Powerlifter trainiert, also wirklich mit schweren Gewichten, mit Einzelwiederholungen, mit dem Höchstgewicht gearbeitet. Und das ist auch eigentlich etwas gewesen, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich das davor schon betrieben gehabt hatte. Also mir hat Spaß gemacht, diese technischen Übungen wie die Kniebeuge, wie den Deadlift vom Boden, das Bankdrücken mit der Langhantel, die halt Powerlifting-Disziplinen sind, technisch wirklich gut zu beherrschen und mich hier an mein Maximum zu steigern. Das war schon etwas, was ich vorher gemacht hatte. Dementsprechend hat mir der ganze Krafttest und die Vorbereitung auf diesen Krafttest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur dann wollte mein Körper nicht mehr mitmachen. Ja? Also okay, Gelenke hier und da, also Hüfte hat sowieso immer wieder bei intensiveren Phasen gemeckert, aber damit habe ich umgehen können. Nur es kam halt dann ein Nabelbruch daher, mit dem ich nicht mehr einfach so umgehen konnte. Ja. Das heißt, das Gewebe halt hat nachgegeben und dann war es erstmal Schluss mit maximalen Lasten, weil dann war es wichtig, dass wir diese Lücke stopfen, diese Lücke auch wieder schließen und einen Weg finden, trotzdem zu trainieren, obwohl die Bauchdecke, der Core, der normalerweise super stabil sein muss, wenn du diese maximalen Lasten bewegst, weil der Core momentan nicht stabil war. Und ultimativ hat das für mich bedeutet, auch wenn ich sehr, sehr viel Spaß dran hatte, musste ich mich von diesem Powerlifting-artigen Training verabschieden. Es ist einfach nicht super intelligent, wenn du den ersten Nabelbruch hast. Dann leider kam auch noch ein zweiter dazu im Folgejahr. Jetzt muss ich sagen, habe ich schon einige Jahre Ruhe, muss ich eigentlich eh klopfen. Aber es ist einfach nicht besonders intelligent, wenn man das immer wieder hat und eigentlich kein Wettkampfsportler ist, also kein athletisches Ziel verfolgt, kein professionell athletisches Ziel verfolgt, da weiter daran festzuhalten, wenn der Körper offensichtlich hier nicht mitmachen will. Also habe ich meine andere Identität fürs Training auch zulegen müssen. Momentan hat es schon etwas mit mir gemacht. Momentan habe ich mir gedacht, boah, scheiße, du kannst nicht mehr so trainieren, wie es dir Spaß macht. Kannst du überhaupt noch trainieren? Ja? Oder hat sich das jetzt erledigt für dich? Ja? Das waren die ersten Gedanken und da war ja auch ein paar Wochen relativ deprimiert. Aber ich habe dann relativ schnell halt Wege gesucht, wie ich weiterhin mein Training durchführen kann, wie ich mir andere Aspekte des Trainings suchen kann, die mich weiterhin am Ball halten, die mich motiviert halten. Und ja, Technik-Nazi in dem Sinn war ich immer schon. Ja? Deswegen hat mir halt dieser technische Sport, dieser Powerlifting-Sport so angezogen. Und ich habe diese Liebe für die Technik halt umgesetzt in Richtung, okay, wie kann ich es schaffen, möglichst biomechanisch korrekt und effizient meine Muskulatur anzusteuern, ohne in der ersten Instanz meine Bauchdecke zu stark zu strapazieren. Ja? Dann ist das Ganze eh wieder verwachsen inzwischen. Kann eigentlich im Grunde alles machen wieder. Ich sehe nur ab von Maximalkraft Wiederholungen. Und ja, das hat auch funktioniert. Aber in Wirklichkeit habe ich auch hier im Kleinen meine Identität ändern müssen. Sonst hätte ich Spaß und Motivation komplett verloren und hätte sich aufgehört. Ja, ist mir genauso gegangen. Ich hatte eigentlich dieselben Probleme, nur halt keinen Nabelbruch, sondern Rückenschmerzen, die einfach nicht weggehen und immer wieder kommen, sobald ich anfange,
irgendetwas zu bewegen, was mehr als 100 Kilo hat. Und es ist halt so. Und ich war genauso verliebt in die Powerlifts wie du eigentlich. Ich habe das großartig gefunden, aber es hat einfach keinen Sinn gemacht für mich. Und ja, dann habe ich halt eher das Bodybuilding-Style-Training gefunden und habe mir gedacht, hey cool, da kann ich auch hart trainieren und an mir arbeiten. Aber wenn mir irgendwas wehtut, dann nehme ich mir eine andere Maschine oder eine andere Übung und es tut mir nicht mehr weh und ich kann weitermachen. Ist ja eigentlich viel leibender. Wozu quäle ich mich mit den Powerlifts die ganze Zeit? Aber ja, das war nicht so einfach am Anfang. Ja. Ja, das ist nicht einfach, weil man identifiziert sich sehr stark mit den Zahlen. Ja. Bin immer noch stolz auf meinen tollen Kreuzhebeversuch und denke mir, wow, cool, das war schon geil irgendwie. Die Lasten bewege ich ja jetzt nicht mehr so, ja, aber es geht dann halt um was anderes. Ja. Und hart ist es allemal. Ja. Also ein Maxkraftversuch ist hart, aber hohes Gewicht über Wiederholungen zu bewegen ist auch hart. Ja. Es ist ein anderes hart. Und man kann sich aus dem, aus der Ambition heraus auch wieder einiges abholen. Ja, ich glaube, es ist total wichtig, dass man überhaupt akzeptiert, also auch in anderen Dingen im Leben. Es gibt für alles Seasons. Es gibt Abschnitte. Und man kann nicht immer alles haben. Ja. Und wenn man kann vielleicht auch mal Phasen haben, wo man halt viel trainieren kann und das Training voranstellen kann. Und dann verändern sich vielleicht Lebensumstände und man muss und man darf flexibel bleiben. Ich glaube, mir ist das jetzt, wie ihr das beschrieben habt, jetzt noch so eingeschossen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich, was die meiste Motivation bringt, ist auch die Fähigkeit, flexibel zu sein. Wenn man sehr unflexibel ist im Mindset, ist alles sehr schnell demotivierend, weil man das Gefühl hat, wenn man X nicht machen kann, wie man sich's vorstellt, dann bringt es nichts. Ja? Oder man trauert einer alten Version von sich selbst nach, was zwecklos ist, ja, weil wir verändern uns alle dauernd. Und das ist das Gleiche mit dem Körper. Wenn ich vielleicht früher auch trainiert habe, weil ich meinen Körper damit so toll verändern konnte und auch verändert habe, heißt das nicht, dass ich nicht zum späteren Zeitpunkt vielleicht auch aus anderen Gründen trainieren kann und neue Gründe finden kann. Und da ist eben wieder dieser Punkt mit einerseits das Wissen zu haben, warum es sinnvoll ist, gewisse Dinge zu tun und was sinnvoll ist zu tun und dann auch noch die Flexibilität zu haben, dass man adaptieren kann, wenn der perfekte Plan nicht durchführbar ist. Mhm. Und ja, das ist dann sehr motivierend, weil man immer neue Gründe findet. Das heißt, wenn man schon grundsätzlich... Und, bitte, ich will dich nicht unterbrechen. Und ja, genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, oder manchmal misst man dem so viel Bedeutung bei, ja, wenn man sich nicht nach etwas fühlt. Im Sinn von, wenn man jetzt zum Beispiel eine längere Trainingspause gehabt hat, wenn man krank war, etc. Das ist normal. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, wenn man länger so einen Prozess schon mal durchgezogen hat, lernt man sich auch da besser kennen, dass man sich manchmal halt wirklich nicht danach fühlt. Und dann merkt man aber, wenn ich einfach nur ins Tun komme, ja, also Motivation kommt ja von movere, lateinisch bewegen. Das heißt, man muss ja mal in die Bewegung kommen, ja, damit man das überhaupt erzeugen kann. Und manchmal fühlt es sich nicht danach an. Ich habe das auch letztens mit einer Klientin besprochen, ich finde es immer wieder spannend, obwohl ich selbstständig bin, also obwohl wir selbstständig sind, habe ich manchmal ein Montagsgefühl. Ich glaube, dass ich das komplett eliminiert habe, ja, weil ich kann mir ja alles einteilen. Ja. Nur, Sonntag ist halt, und das braucht man auch, Sonntag ist Off-Day. Ja. Da machen wir keine Klientenarbeit, wir schauen auch in die Channels nicht hinein, damit wir einfach mal abschalten können. Und das ist normal. Wenn man mal Erholung zulässt, dann geht man in einen Zustand, der halt erholter ist, ja, oder in dem man halt nicht die ganze Zeit auf Achse ist, ja, und nicht die ganze Zeit in Bewegung ist und muss halt aus dieser weniger bewegten Phase auch wieder in Bewegung kommen. Und das ist normal, das ist kein Zeichen dafür, dass das nichts für einen ist, auch in Training und Ernährung, ja, oder dass man irgendwie so starke Probleme damit hat. Mit dem sind wir ja alle konfrontiert bei allen möglichen Vorhaben im Leben.
Ja, du hast das jetzt so schön gesagt, dass man sich aus dem Ruhemodus erst rauslösen muss. Und irgendwie kommt einem das komisch vor bei so psychologischen Sachen, aber in der Natur ist es ja ganz normal, ne? Die Trägheit, die Dinge in einem Zustand halten lässt. Ne? Also wenn ich mein Auto bewegen will, dann muss ich da auch Energie hineinstecken, damit sich das Auto bewegt. Das fängt ja nicht von alleine an zu rollen. Und genauso ist es beim Training. Meistens muss man sich überwinden, unter Anführungsstrichen, um das zu tun. Das Training selber ist ja jetzt, es ist halt schwer und es nicht zu tun wäre eigentlich leichter, aber ja, man hat halt so oft gelernt schon, dass es sich trotzdem gut anfühlt, dass man halt weiß, ja, das ist das Richtige einfach. Das heißt, wenn ich ins Training einsteige, da haben die meisten ja nicht das Problem. Also ich gebe einer Person einen neuen Trainingsplan, sage, wenn du das machst, dann wirst du Muskeln aufbauen und zur fittesten Version deiner selbst. Die Anfangsmotivation, die hilft dann meistens auch wirklich, diesen Plan durchzuziehen. Dann stellt sich heraus, haben wir auch schon gehört, ob der Plan wirklich zum eigenen Leben passt oder nicht. Ja. Wenn er passt, wird er wahrscheinlich ganz gut weitergezogen werden können. Wenn nicht, dann haben wir hier schon die erste Stolperfalle. Dann hat Julia schon richtig gesagt, dann kommt es auf die Flexibilität an. Flexibilität von einem selbst, Flexibilität auch vom Plan oder von dem, der den Plan erstellt. Ja. Das heißt, ich muss gewillt sein, auch hier anzupassen, wenn ich merke, okay, na Moment, ich werde mein Leben jetzt nicht ans Training anpassen, das ist unrealistisch, nicht komplett zumindest, also werde ich mein Training ans Leben anpassen müssen. Und wenn man das schafft, hat man hier wieder eine Hürde genommen, wo man dann es sich selbst leichter macht, auch wirklich dran zu bleiben. Und dann sollte man ohnehin in der ersten Phase einen Haufen Erfolge feiern, in Form von regelmäßigen Steigerungen und auch Veränderungen am eigenen Körper. Aber wenn dann der Punkt kommt, wo man zum alten Sack wird, so wie wir es sind, was das Training betrifft. Hey, hey, hey. Ich zähle mich da jetzt nicht dazu. Und man, ja, Trainingsalt sind wir halt, ja, Trainingsalt zumindest. Und wenn man ein gewisses Trainingsalter erreicht hat, wo die Steigerungen einem nicht mehr zufliegen, hat man hoffentlich gelernt und sollte man wertschätzen, dass das Training mehr für einen tut, als einem nur Muskeln zu bescheren, als einem nur Steigerungen am Papier zu bescheren, sondern das Feeling auch wieder mehr wertschätzen, das man nach dem Training hat, dass es einen vielleicht auch rausholt aus den vielbeschäftigten Alltag mit Problemlösungsmodus, wie Julia das gesagt hat, wo wir versucht sind, alle Zeit, die wir irgendwie aufbringen können, in die konkreten Probleme zu stecken, damit wir den Stress loswerden und die Tasks abarbeiten, die aber auf magische Art und Weise immer wieder mehr werden und sich hinten anstellen. Training wird dann halt eigentlich zum wichtigen Regulator ich glaube, das ist der größte Wert. Man weiß, dass es einem gut tut und man weiß, wie man sich fühlt, wenn man es nicht tut. Und da sind wir genau dort, wo wir auch bei der Ernährung waren. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir uns gut versorgen. Und wenn wir es nicht tun, wissen wir es auch. Und das sollte eigentlich dann am Ende der größte Motivator sein. Ja, ich glaube, einen Trick hätte ich sogar noch, wie man sich vielleicht ein bisschen Motivation, ein Hack, ja. Wenn man wirklich hinterfragt, warum man das alles macht, dann sollte man sich ältere Personen anschauen, die das alles nicht tun und wie es denen geht. Wenn man sich dann überlegt, ob man mit, weiß nicht, 75 noch alleine vom WC aufstehen kann wenn man keine Muskelmasse mehr hat. Ja. Das kann einen dann schon auch zum Nachdenken bringen. Ja? Ja. Also ich sehe es ziemlich stark bei meinen Eltern, weil meine Mutter sehr begeistert trainieren geht und auf ihre Ernährung aufpasst, aber mein Vater das überhaupt nicht will und komplett ablehnt. Und ihr geht's gut. Ich meine, natürlich hat sie schon altersbedingte Wehwehchen und Problemchen und sowas. Aber meinem Vater geht es deutlich schlechter und man kann ihm zuschauen, wie er verfällt. Und ja, okay, er ist etwas älter wie sie, aber es hat halt auch schon früher bei ihm angefangen. Ja. Und ja,
Ja, wir haben das auch im Bekanntenkreis. Es beginnt tatsächlich schon früher. Das kann direkt mit dem Einsetzen der Pension beginnen, wenn. Und das hört man ja immer wieder. Ja, Leute gehen in Pension und plötzlich kommt der Schlaganfall oder plötzlich kommt der erste Herzinfarkt oder was auch immer. Und das hört ja damit nicht auf. Also selbst wenn man das übersteht, ja, hat man wahrscheinlich Folgen dann, ja, die einem eigentlich dieses ja, hochgelobte und erwartete Pensionsalter komplett vermiesen, ja, ne, wo man hingearbeitet hat drauf und wo man sich gedacht hat, dann lasse ich es mir gut gehen. Ne. Ja. Ich glaube, wenn man sowas eben mal durchleuchtet und vielleicht auch firsthand mitbekommt im Verwandten- und Bekanntenkreis, ja. So, ich würde da jetzt noch sehr viel weitergehen, ja, so von der Grundeinstellung her. Das ist jetzt in letzter Zeit sehr oft, eben weil ich bei meinem Vater sehr viel im Pflegeheim gewesen bin, wo man gedacht hat, worum geht's denn am Ende des Lebens? Es geht wirklich null um materielle Dinge. Alles, was man angehäuft hat, ist wertlos, wenn man nicht mehr aufstehen kann und wenn man wenn man auf andere Leute dann sehr stark angewiesen ist und was das bedeutet und wie schwer das dann plötzlich ist, ja, einfach nur auf die Toilette zu gehen und auch nur zu merken, wenn Leute ein Problem dann haben und sie bringen nicht eine gute Konstitution mit, wie schnell das dann bergab geht. Innerhalb von Wochen geht es so bergab. Was ist los? Du hast wieder einen Daumen jetzt gehabt. Ich habe einen Daumen gezeigt und Apple macht dann immer Thumbs up, genau. Oder Luftballone, ja, kommen auch manchmal. Jetzt bin ich in meinem dramatischen Redefluss hängen geblieben. Tut mir sehr leid, du warst eigentlich dabei zu erklären, wie schnell es dann bergab geht, wenn nur eine Kleinigkeit dann passiert. Ja. Genau. Und hast aber irgendwie einen Daumen hoch gemacht. Also eigentlich soll es ein Daumen runter sein. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, meine Gesten haben nicht ganz dazu gepasst. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, und deswegen sage ich Leuten immer wieder, bitte, wenn ihr Probleme habt, ja, ich meine, natürlich, jetzt ist es unser, ist natürlich auch unser Job, ja, also wir coachen Leute in dem Bereich und gerade jetzt eben Leute da für Krafttraining zu integrieren und ich merke, wie oft diese Wertigkeit verschoben ist, ja, in sich selber zu investieren. Das geht jetzt, es ist natürlich monetär und das ist aber auch Zeit, ja, Zeit, monetär, was auch immer, aber man hat nichts mehr davon, wir müssen alle relativ lange arbeiten, ja, also auf die Pension zu warten, dann was für sich zu tun oder da dann endlich Dinge zu tun, die einem gut tun und gefallen, ist ein risky Business, ja, weil... Ja, es ist zu spät einfach, Punkt. Ja, es ist viel zu spät. Und auch, sich das Leben dazwischen etwas besser zu machen und nicht darauf zu warten, bis man dann den Endpunkt da erreicht hat. Ja, und dann noch, dann ist man vielleicht so immobil, ja, dass man all die Dinge nicht mehr tun kann. Und das ist was mich tatsächlich auf täglicher Basis einerseits beschäftigt, also ich denke da wirklich oft daran, also ich sage immer wieder, ich denke oft ans Sterben, das ist aber nichts Schlechtes, weil das lässt dann immer wieder hinterfragen, was man gerade jetzt aktuell tut und wie man lebt und da ist eben auch Ernährung und Bewegung ein Teil davon, ich finde das ist sogar sehr motivierend, ja, also vielleicht ein Motivationshack für den Schluss, ja. Denkt so öfters mal ans Sterben. Es ist, ja. Wir werden zukünftig aus Julia eine Steinstatue, eine Marmorstatue machen, weil du bist ja die Philosophin in der Runde. Ja, Memento Mori. Philosophin in der Runde. Es ist so. Und das schreiben wir dann drauf, ja, auf den Sockel. Denkt ans Sterben. Naja. Nein, also, aber ich finde das grundsätzlich, ich finde das motivierend, ja, einfach sich nicht zu verlieren und sich nicht gehen zu lassen, ja, und aktiv das Leben zu gestalten. Ich glaube, das ist eigentlich so einer dieser Punkte. Das ist motivierend, ja. An den Tod zu denken ist motivierend, das stimmt tatsächlich. Das ist so. Ja, naja, natürlich, wenn man sich bewusst macht, das kann jederzeit vorbei sein. Gesundheit ist kein Geschenk, sondern etwas, wofür ich auch etwas tun muss. Ja, das ist einfach nicht selbstverständlich. Das ist eine Motivation und diese Motivation wird mit jedem Trainingsalter bei mir größer in Wirklichkeit. Ja, es geht immer mehr weg von, ich muss hier die ärgsten Gewichte bewegen, ich muss hier die härteste Sau im Gym sein. Ich mag das immer noch, weil es mir extrem viel Spaß macht, ja, im Training dann Gas zu geben. Aber der Gedanke,
hey, das ist das, was mich aktiv hält, das ist das, was mich gesund hält, wird einfach, dieser Motivationsgedanke wird jedes Jahr größer. Ja. Ja. Schön. Naja, also besser als mit dem Tod können wir die Folge nicht beenden. Endgültig geht's nicht. Der Tod beendet alles. Und in diesem Sinne verabschieden Julia und ich auf einen 14-Stunden-Flug nach Thailand. Das stimmt, das sind ja gar keine 14 Stunden, machen wir nicht fertig. Was? Ich denke mir auch 14 Stunden? Na schon, also so 10 Stunden Umstieg, oder? Nonstop nach Bangkok und dann halt nochmal ein Flug. Ach so. Also, ja, ich mag eh keine Langstreckenflüge, aber 14, ich habe jetzt kurz einen Schock bekommen. Also 14 Stunden wäre mir zu lang im Flug. 10 ist mir eh auch noch zu lang, aber ja. Gut. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte wieder auf den diversen Plattformen Daumen hoch, so wie die Julia das vorher im Video gemacht hat, auf YouTube beziehungsweise 5 Sterne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, gerne auch in den sozialen Medien teilen. Wir bringen immer wieder kleine Teaser aus dem Podcast als Reels auf Instagram und Facebook. Und auch auf LinkedIn sogar. Also gerne, wenn euch hier was gefällt und wenn ihr denkt, die Botschaften sind vielleicht auch für andere Leute wertvoll, freuen wir uns über eine Teilung oder über ein Weiterschicken im privaten Freundeskreis. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wir hören, sehen uns wahrscheinlich das nächste Mal etwas später wieder. Ich weiß nicht, ob wir in Thailand eine Podcast-Episode aufnehmen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Eine Überraschung. Wir gehen mit dem Flow, genau. Ja, wir gehen mit dem Flow. Wir müssen es fühlen, oder Julia? Genau. Im Urlaub schon. Im Urlaub darf man mehr fühlen als normalerweise. Finde ich gut. Ja, gut. Dementsprechend sagen wir alle ciao. Ciao, Stefan. Ciao. Und ciao, Julia. Ciao.